Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks, und herzlich willkommen zurück zu einem ganz besonderen Let's Play. Ja, es lag wirklich lange, lange, August 2020, der letzte Flug über Deutschland, heißt die Serie, ist ein Roleplay-Let's Play. Das heißt, wir haben einen Avatar, der fest verwurzelt in der virtuellen Welt ist, und wir müssen immer da weiterfliegen, wo wir das letzte Mal gelandet sind. Ziel ist es, Deutschland, in der ersten Staffel zumindest, Deutschland zu bereisen. Und ich hatte damals auf das Weltupdate gewartet für Deutschland. Das ist mittlerweile draußen, aber ich bin irgendwie noch nicht dazu gekommen, mich hier wieder reinzufriemeln und dieses Let's Play einfach mal wieder anzupacken. Das tut mir sehr leid, weil ich weiß, einige von euch sind überhaupt nur deswegen auf diesem Kanal, und ich weiß auch, dass das Let's Play einige Fans hat, die ich bestimmt dadurch in der letzten Zeit habe lange warten lassen. Das tut mir sehr leid, aber ich bin sehr, sehr froh, dass es endlich zurück ist. Ja, ich bin ein bisschen eingerostet, seht es mir nach, aber wir werden im Laufe dieses Let's Plays bestimmt hier warm werden mit der virtuellen Fliegerei. Ich selbst komme eher aus der Kampffliegerei, virtuellerweise jedenfalls, und aber das ist dann natürlich entsprechend easy, sag ich mal, sich mit der zivilen Luftfahrt auseinanderzusetzen, weil da doch einiges an Komplexität fehlt, was so ein Kampfpilot dann doch deutlich unterscheidet von einem Verkehrspilot. Dennoch ist das Thema natürlich massiv komplex, aber der Microsoft Flight Simulator bietet hier je nach Flugmuster unterschiedliche Leichtigkeiten, hier einzusteigen. Ihr seht, wir haben hier eine sehr ausführliche Checkliste. Das ist auch der Grund, warum ich hier die Cessna tatsächlich genommen habe. Und wir werden einfach mal anfangen, den Vogel hochzufahren. Wenn man hier auf Bewerten, das ist, glaube ich, ein bisschen schlecht übersetzt, Bewerten drückt, dann arbeitet der Co-Pilot mit uns zusammen hier die Checkliste ab, und das machen wir jetzt mal. Und ich hake den Inhalt mal ab. Einstellen. So, ich mache meinen Track IA an. So. Check. Okay. Culturblaze. Ja, das ist großartig, diese Übersetzung. Da kommen noch ein paar Lacher auf jeden Fall. Akustisch. Ah ja, müssen wir warten. Okay. Akustisch. Shelter Avionik. Bus 1 UND, Bus 2. AUS. Das Quellventil für. Das Quellventil. Test. Auswahl Shelter Trevstoff. Beide. Absperventil Trevstoff. Trevstoff. Offen. Klaven. Oh, warte mal, ich muss mal. Komplett down oder was? Okay. Pitohischen. Ein Function checken. Pitohischen. AUS. Shelter Battery. Okay. AUS. Hohenröder Trimming. Neutral. Check. Okay, das haben wir. Vor dem Triebwerkstart. Machen wir wieder Bewertung. Ist großartig. Also abgeschlossen. Ja, haben wir. Ich sitze gut. Das ist doch geil, oder? Haben wir. Offen. Okay. Weiter geht's. Achso, ne. Ich weiß jetzt gar nicht, wie. So, Gemisch. Doch, das passt. Propeller freigeben. Da müssen wir gucken, ob keiner vorne steht. Jawohl, der ist weit weg. Okay, Inhalt abhacken. Ein.
James. Signal und James. So, vollständig rein. Okay. 5 Sekunden. 21, 22, 23, 24, 25. 3 to 5 Sekunden ein Dan AUS. James. Major. Was? Bremsbereit. Check. Quietsch, quietsch. Zündung. Start. James. Fat Battery Work Start. Jawohl. Okay, da haben wir das. Ah, der Basti ist am Start. So, 1000 RPM. Ach, Lichtmaschine. Liegt Miss Kain. Alter, ist das geil. In sich liegt Miss Kain in sich. Ah! Ich dreh durch. Ein. Standby. Ab. Cousin Seizure. Höhenmesser. Ich glaube. Wir sind irgendwie 60 Fuß hoch oder so. So, irgendwie so. Ja. Okay. Cousin Seizure. Aber sitze gut, finde ich bis jetzt am besten. Was ist euer Favorit? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare, welches von diesen Wörtern euer Favorit ist. Ich finde es großartig. Ich weiß gar nicht, brauchen wir beim Start die Landing Lights oder benutzt man die nur bei der Landung, weil das sonst blendet? Da weiß ich nicht, was man da machen muss. Ender zwingen. Test. Oh. Wende. Cousin Seizure. Aber es sitze gut, finde ich bis jetzt am besten. Check Function. Compass. Check Function. Ja, okay. So, dann weiter geht's. Park Brems. Einstellen. Rockin' Lane and Pilot UND Pass AGR. Weißt du was? Wir machen mal das automatisch vervollständigen und wir gehen mal unseren Flugplan durch. Kann der da in Ruhe rödeln? So, hier muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Wenn ich auf diese Taste drücke, dann mache ich mir die Aufnahme kaputt, weil dann das Aufnahmeprogramm nur noch die Karte hier aufnimmt. Also, wir fliegen hier ab auf Helgoland, wo wir auf der letzten Folge gelandet sind. Haben hervorragendes Flugwetter, wir haben ca. 24 Knoten Wind. Starten hier nach Süden weg, wir drehen aber dann hier eine Runde über links und gucken uns Helgoland mal an, fliegen dann Richtung Süd-Süd-Ost, Richtung Roter Sand, Leuchtturm Roter Sand. Wir gehen da auch mal richtig tief, in der Hoffnung, dass wir den auch sehen. Drehen hier leicht rechts ein, kleine Insel Minsener Oog. Vorgelagert hier der deutschen Küste, machen eine leichte Linkskurve und haben hier die kleine Insel Mellum. Dann haben wir hier Horomorsil, Hoogsiel, bleiben aber hier auf dem Wasser, fliegen Richtung Jadebusen und so, da ist er fertig. Kannst du das auch mal machen? Wow, okay, das hätte ich nicht schneller gekonnt. Und dann drehen wir rechts und fliegen hier am Hafen vom Wilhelmshaven entlang.
Ja, da werde ich dann noch ein bisschen was zu sagen, wenn wir dann darüber fliegen. Sind hier über dem Jadebusen, drehen nach links. In der Mitte des Jadebusens müsste der Leuchtturm Arngast sein, hier Richtung Osten. Dann hier drehen wir dann über der Weser nach rechts ab, haben wir Bremerhaven, fliegen dann die Weser entlang und weiter Richtung Süden auf der Höhe von Delmenhorst hier nach links Richtung Bremen, was unser Zielflughafen heute ist. Wir werden dann in der nächsten Folge, so viel sei schon mal gesagt, die gesamten ostfriesischen Inseln abfliegen. Und wir werden aber hier auf ein größeres Flugzeug umsteigen, auf eine Zweimotorige, die einfach ein bisschen schneller ist, weil sonst dauert es ewig, hier mit der Cessna entlang zu eiern. Und fliegen dann aber wieder zurück nach Bremen, wo wir dann für die darauffolgende Folge unser Flugzeug vielleicht auf einen Turboprop oder so wechseln und dann hier nach Norden, Sylt, Fehmarn und so weiter für hier dänische Grenze, vielleicht nach Flensburg oder so fliegen. Da weiß ich noch nicht genau, was wir da für einen Zielflughafen haben werden. Normaler Start. So, wie gesagt, da darf ich auf keinen Fall drauf drücken. Sonst ist die Aufnahme hin. So, das mache ich schon mal, sonst vergesse ich das. Oh, jetzt habe ich was gedreht. Ah ja, genau, wir können ja eine Beleuchtung noch. Helligkeit. Ah ja. Bin gerade ein bisschen irritiert. Der dreht andersrum als der bei gleicher Mausradbewegung. Okay, warum nicht? Kann man so machen, muss man aber nicht so machen. Okay, dann sind wir ready for taxi. Fett. Über 3000 müssen wir das auf mager stellen, das Gemisch. Instrumentenbrett frei, Gefahrtenmesser, Check Function, Bugfahrwerk hoch. Ich weiß gar nicht, Bugfahrwerk hoch? Ist die Trimmung? Alternative Luftzufuhr. Interessant. Ich wusste gar nicht. Kann man das Bugfahrwerk hochmachen? Was ist das? Macht er erstmal das hier weg. Ja, was soll denn das? So. Also, ich bin gerade ein bisschen überfragt, muss ich sagen. Was ist das? Sperren. Ja, auch nochmal die Klappen. Der hat ja das gleiche sozusagen wie wir hier, ne? Der Co-Pilot. Kann man eigentlich Multiplayer so ein Flugzeug zusammenfliegen? Geht das? Wisst ihr das? So, achso, Tower brauchen wir noch. Echo Delta X-Ray Hotel Traffic Storm Bravo Sierra Golf minus 6 is taxiing. So, Storm is rolling. Guck mal, Kopf einziehen, Kollege. So, wir spielen auf epischen Einstellungen. Grafik, ich glaube, so heißt es. Oder Ultra oder so. Ah, ist toll, wie wendig das Ding ist. So, ihr habt hier oben auch einen Kompass. Links oben. Ich werde gerade nochmal hier das umstellen. Für die Navigation, dass wir dann Autopilot anmachen können. Hatte ich schon gesagt, ne? 23 Knoten Wind, Kaiserwetter. Wir haben den 24. März 2022 und es ist jetzt 9.33 Uhr. Wir fliegen hier mit echtem Verkehr und echtem Wetter. Wird bei jeder Folge so sein. Also wir werden auch mal schlechtes Wetter haben oder ich kann auch vielleicht mal nicht aufnehmen oder so. Keine Ahnung. Ja, wir haben eine stabile Hochdrucklage über Deutschland. Zwei Hochdruckgebiete, die sich hier festgesetzt haben. Aufgrund des Klimawandels ist das eine ja, relativ häufige Wetterlage mittlerweile in Deutschland. Das war früher nicht so. Der Jetstream hat sich aber insoweit geändert, dass die Hochdruckgebiete dann über Mitteleuropa festgehalten werden. Das gab es früher nicht. Oder nur sehr selten. Daher diese trockenen Sommer. Wir haben auch schon wieder Waldbrandwarnung in Brandenburg. Muss man sich mal überlegen, ne? Im März. So, dann Set 100, Brakes Release.
Running. Da ist so eine, wie so eine kleine Sprungschanze. So. Und rotate. Turn left. Und BSG 6S Airborne. So, dann drehen wir jetzt unsere Linkskurve. Ich will mal nicht zu hoch steigen, wenn wir gerade die Trimmung auf die Kette kriegen. Warnung, ja, ja. Gehen wir nicht auf die Nerven. Flaps ab. So. Ach, ich habe gar nicht Starterlappen zu mir geholt, ne? Mal zu hier. So, dann gucken wir uns mal Helgoland an. Ah, mein Leuchtturm. Es ist großartigst. Unglaublich gut hier. Wir haben eine schöne, ruhige See. Flugplatz von Helgoland. Hier die Hafenanlage. Ein paar Trawler. Hier ein Gastanker, der hier... Bewegt sich aber nicht, der liegt hier irgendwie vor Anker. Da haben wir den roten Felsen. Ja, was man auch sehr schön sieht, sind die ganzen Krater hier. Von der, also A, von den Luftangriffen, aber vor allen Dingen auch von den gigantischen Sprengungen. Die Engländer wollten Helgoland im Meer versenken. Hier der berühmte rote Felsen, der total vollgekotet ist von den vielen Seevögeln, die hier nisten. Weiß jemand, was das für Vögel sind, die hier nisten? Das würde mich mal interessieren. Dann fliegen wir mal schön dicht dran. Seht ihr? Großartig. So, dann fliegen wir ein bisschen höher und dann kann man das besser sehen. Da seht ihr die Krater. Die wollten auch Wilhelmshaven im Meer versenken, die Deiche sprengen, damit der Wilhelmshaven absäuft. Und hier hat man auch versucht, mit der größten nicht-atomaren Explosion der Geschichte diese Insel im Meer zu versenken. Da seht ihr einen großen Krater. Diese Insel im Meer zu versenken, muss für die Bewohner total schlimm gewesen sein in den 50ern, die da zwangsevakuiert wurden und dann eben im Fernsehen diese Sprengung sehen konnten. Aber... So eine deutsche Insel lässt sich nun mal nicht so leicht versenken von Engländern. Hören wir da Ressentiments raus? Na, vielleicht. Ja, es ist doch irgendwie, ist doch pervers. Also mag sein, ihr seid sauer auf Deutschland, aber das geht doch nun mal gar nicht, ja? So, ja, wir werden mal... Oh, Trimmung ist ein bisschen dolle hier. So. Wir gehen mal auf 2000 Meter, oder? Ah, ne, runter. Ne, hoch. Ja, das ist doch gut. Dann können wir hier Full Throttle fliegen. Ja, mach's gut, Helgoland. Wir waren 1,5 Jahre jetzt auf der Insel gewesen. War schön. Wir hatten leider technische Probleme. Pitot-Heizung mal anmachen. Mit unserem Flugzeug. Deswegen waren wir da 1,5 Jahre lang auf dieser Insel gefangen, möchte ich nicht sagen. Wir haben viele Freundschaften geschlossen. Aber nun ist es Zeit, diese Gestade zu verlassen. Ja, echter Schiffsverkehr gibt es, glaube ich, nur so, noch nicht, soweit ich das überblicke. Das sind halt so Modelle, die hier so reingesetzt sind. Die sind immer da, glaube ich. Aber ich glaube, das soll noch kommen, ja, dass echte, reale Schiffsverkehr da noch abgebildet wird. Was natürlich geil ist, wenn die Queen Mary in Hamburg ausläuft oder so, dass man sich das dann aus der Luft angucken kann, ne? Also das ist natürlich auch episch. So, ich mach mal Track IR aus und wir gehen nochmal auf die Karte und ja, quatschen nochmal ein bisschen über das Let's Play, während wir hier übers offene Meer fliegen.
Also wie gesagt, in der nächsten Folge werden wir dann hier die gesamten ostfriesischen Inseln abfliegen. Allerdings nur bis... Also wir bleiben in Deutschland, ja. Die Serie, also die Staffel heißt ja Über Deutschland. Und werden dann hier bei Jüst und Borkum dann hier in die Ems einfliegen und über Emden dann eindrehen. Und hier die Küste eben Norden, Norddeich und so weiter. Die ganzen kleinen Ortschaften, das werde ich dann natürlich euch sagen, was wir da überfliegen. Wenn wir da lang fliegen und dann fliegen wir die Küste zurück. Obwohl eigentlich könnten wir auf dem Hinflug hier in der Mitte einfach fliegen. Dann haben wir rechts die Insel, links die deutsche Küste. Und dann fliegen wir hier im hier runter, Dorat heißt das, glaube ich, hier, ne? Diese Bucht, oder? Und dann fliegen wir hier über Oldenburg Richtung Bremen, landen in Bremen und da werden wir dann auf den Turboprop umsteigen und da machen wir mal ein bisschen Strecke dann. Also da fliegen wir über Hamburg und dann die Elbe hoch, Elbmündung hier an der schleswig-holsteinischen Küste nach Norden, ja, bis nach Sylt, es ist Olzum hier, Amrum, Olzum, Pellworm, Nordstrand und dann ist schon die dänische Grenze hier, dann fliegen wir hier die Grenze entlang und rüber an die Ostküste von Schleswig-Holstein. Hier haben wir Flensburg. Ich weiß nicht, ob in Flensburg ein Flughafen ist, der einen Turboprop aufnehmen kann. Ansonsten fliegen wir hier runter dann nach Schleswig und Richtung Kiel. Ich weiß nicht, ob Kiel irgendwie sowas kann. Das werde ich dann alles nochmal sagen, es sei denn, du weißt das schon. Und möchtest das in die Kommentare posten. Oder wir fliegen nicht so eine große Strecke und landen dann in Flensburg auf einem kleineren Flughafen und fliegen eben mit einer normalen Zweimotorigen, also nicht mit dem Turboprop. Das müssen wir mal sehen. Aber so zunächst der Plan und dann als nächstes die Ostseeküste und dann geht's runter nach Berlin, Frankfurt oder vielleicht so Berlin. Und dann fliegen wir den Osten der Republik ein bisschen ab. Sächsische Schweiz natürlich. Und falls ihr Sehenswürdigkeiten oder vielleicht eure Heimatdorf oder eure Heimatstadt gerne sehen möchtet auf unseren Wegen. Okay. Good day. Dann postet es natürlich, ja. Ja. Ne, also deswegen spreche ich dann die Flugpläne für die kommende Folge oder die übernächste Folge sogar schon mal ein bisschen durch. Dann könnt ihr das schon mal anmelden, was ihr da für Wünsche habt. Also wie gesagt, nächste Folge dann die gesamten ostfriesischen Inseln mit den Sehenswürdigkeiten natürlich. Das wird wunderschön werden. Also da freut euch mal auf wirklich eine atemberaubende Kulisse. Und auch hier die deutsche Küste, ein Traum, ja. Auch hier die Ems ist natürlich super. Und dann mal gucken, wo wir hier lang fliegen, was wir da noch unterwegs Schönes haben. Aber jetzt erstmal voraus, ein roter Sand. Ich mache das mal klein. Und ich schalte meinen Track AR mal wieder an. Meine Scheibe ist, glaube ich, ein bisschen vereist, ne? Nee, ist nicht vereist. Ja, es zieht sich ein bisschen zu. Das ist sehr schade. Heute Morgen war hier wunderschönes Wetter. Hier haben wir noch ein Schiff. Das macht aber keine Fahrt. Das ist ein Tanker. So, wir gehen mal ein bisschen runter. Wir gehen mal auf 1000 Fuß.
aufpassen, dass man da keinen Scheiß einstellt. Warum? Warum geht der denn nicht auf Vertical Speed? Jetzt raff ich den nicht. Ah, jetzt. Ups. Das ist leichter, an dem kleinen Knopf zu drehen. So, jetzt. So, roter Sand voraus. Sehe immer noch nichts. Die Scheibe ist auch ein bisschen dreckig. Ausnahmsweise mal nicht mein Monitor. Ups. Ah, das ist immer mit dem Trigger, ja, ne? Immer Gas mal weg. So, roter Sand, wo bist du? Oder haben sie den nicht modelliert? Ja, doch, musste ja. Das war ja eine Sehenswürdigkeit, die man anfliegen konnte. Wie ist denn für eine Höhe? Wir machen den Autopiloten mal aus. Und gehen mal runter. Den Zoom hier auf so einer Taste, auf dem Joystick, das funktioniert nicht gut. Ich muss es dann doch mit... nee. Doch nicht. Ich sehe ihn nicht, ne? Und links muss der ja sein. Scheibe ist echt schmutzig. Trimmung. Mal so niedrig fliegen. Trimmung, Trimmung, Trimmung. Ich sehe nichts. Vorsicht. Ist nicht gut getrimmt. Nee, sehe nichts. Roter Sand, wo bist du? Leuchtturm, roter Sand. Da müsste man ja am Horizont, müsste man den ja schon sehen, ne? Schade. Schade. Aber gerade so ein Mini-Lag. Ja, schade. So, wir geben mal wieder ein bisschen Gas, steigen mal wieder ein bisschen, dass es ein bisschen sicherer wird hier. Und fliegen jetzt Minsener Oak an. Das Geklacke ist die Trimmung, die ihr da hört, aber bin ich nicht so einfach zu trimmen. Aber gut, ich gebe auch gerade Gas, der beschleunigt und dann kriegt er natürlich mehr Auftrieb, ne? So, da vorne haben wir Minsener Oak und ja, ich glaube, wir können da noch mal ein bisschen runter. Also, zum Verständnis. Das hier ist Minsener Oak, die kleine, das ist Wangerooge hier, aber dazu dann, wie gesagt, mehr, die kleine Insel hier. Ist Mellum. Da seht ihr, wie flach die Inseln sind, ne? Ich glaube, das sind alles Sandbänke sozusagen, ne? Wo sich dann natürlich Vegetation angesiedelt hat und dann eben auch, ja, die so ein bisschen Farbe kriegen. Aber eigentlich sind das Sandbänke, möchte ich meinen. Aber falls ich mich da irre, gerne in die Kommentare.
Und das führt halt dazu, ne, dass wir wunderschöne Sandstrände haben. Auf den Inseln. So, wir... trimmen. So, dann fliegen wir mal zwischen Minsener Oak und Wangerooge durch. Ist nicht ganz unser Flight Path, aber das soll ja auch hier ein bisschen Sightseeing sein. Kann ich mal ein bisschen ranzoomen. Ah, ist nicht so spektakulär, ne? Da sind die hier so Wangerooge und so, sind da schon ein bisschen beeindruckender. Da kommt ein anderes Flugzeug. Weiß gar nicht, ob das ein Spieler ist. Also ich habe hier Originalverkehr an. Der dreht auch ein, ne? Wahrscheinlich ein Spieler, oder? Ja, gucken wir uns doch mal an. Vielleicht entdecken wir ja irgendwelche Details. Also ich muss schon sagen, dieses Weltupdate für Deutschland bis jetzt, was ich bis jetzt gesehen habe, ich habe jetzt hier nur Norddeutschland mir ein bisschen angeguckt in einem Probeflug. Hier ist jetzt die Küste allerdings ein bisschen zackig, das ist ein bisschen schade. Vielleicht haben sie Minsener Oak jetzt gar nicht so modelliert. Die anderen Inseln auf jeden Fall. Das sieht irgendwie so ein bisschen generisch auch aus, ne, tatsächlich. Da ist das Leuchtfeuer, glaube ich. Ja. Ah, die Häuser sind jetzt halt, das war halt beim, als ich das erste Mal gespielt habe, also vor anderthalb Jahren, nicht so schön, ne? Das war auch der Grund, warum ich mich dann entschlossen hatte, auf das Update zu warten. Und die Häuser sind jetzt, wie das in Norddeutschland so ist, ne? So Klinkerbauten und so, das ist wirklich großartig. Mal gucken. Also wir haben hier 8.51 Uhr, das stimmt aber nicht, wir haben 9.51 Uhr. So, hier ist das Leuchtfeuer. Trotzdem großartig. So. Dann überlasse ich das mal wieder dem Autopiloten. Und dann gucken wir uns mal an, wo wir rüberfliegen. Also wir touchieren jetzt hier die Küste. Das ist der Strand Schilling hier. Warte mal. Gehen wir mal nicht auf die Nerven gerade. So, müssen wir... Going to 120.225 Storm Bravo Sierra Golf minus 6. Bremen approach Storm Bravo Sierra Golf minus 6 400 feet. Storm Bravo Sierra Golf minus 6 Bremen approach altimeter 30.41 continuous plant. Och, gefährlich. So, mal auf 1500. So, ne? Okay. So. Okay, also wir haben jetzt hier gerade leider schon... Ah, komm, da fliegen wir mal rüber. Was soll's, ey? Wozu machen wir das denn? Fliegen die ganze Zeit nur über Wasser und da gibt es endlich was zu gucken und ich gucke in den Autopiloten rein. Nein, ihr sollt natürlich ein bisschen was sehen. Also, Strand Schilling mit der Hotelanlage Minsener Seewiefken. Dann südlich davon ist Horomasil und Wangerland. Also, hier ist Horomasil. Da, dieses Örtchen.
Das ist der Strand. Gucken, ob da Badegäste liegen. Vielleicht sehen wir ein paar hübsche Mädels. Wahnsinn, oder? Ist doch irre. Toll. Wirklich ganz toll. So, Karte ausmachen. Dass wir hier was sehen. Gucken wir mal, ob wir die Hotelanlage sehen. Das müsste jetzt hier irgendwo sein. Ups, ich bin aus dem Flugzeug raus. Weiß ich jetzt gerade nicht. Nee, warte, nee. Hotelanlage sieht mir hier nichts aus. Das müsste aber irgendwie, mal hier ist ja immer eine Straße. Da, an der Straße müsste das irgendwie sein. Kann es sein, dass es hier ist? Ja, ich glaube, das ist hier, das hier. So, dann würde ich sagen, wir gucken mal, wo Wanger Land ist. Das müsste da hinten sein. Hier. Ja. Ja, da war das die Hotelanlage, glaube ich, da. Dieses, was wie so ein kleines Örtchen war. So, Wanger Land. Ich zoome mal ran. Muss ja nicht überall vorbeifahren. Da. Schön hier mit der Insel. Haben auch wirklich tolle Sicht, auch wenn es ein bisschen diesig wird am Horizont. Und dann drehen wir mal wieder ein, um weiter der Küstenlinie hier zu folgen. Dann fliegen wir jetzt nochmal über Hormasil. Das sehen wir hier voraus. Mit der Hafenanlage hier. Hier. Und dann banken wir jetzt mal nach rechts. Und fliegen Richtung Wilhelmshaven. So. Dann, ja. Da fliegen wir jetzt über Hooksiel gleich. Da haben wir Urlaub gemacht. Wunderschönes kleines Örtchen. Muss ich mir nochmal aus. Mit einem Hundestrand. Das war ganz toll gewesen. So, den gucken wir uns mal an. Jetzt sollen wir den rechts oder links liegen lassen. Ich glaube, den lassen wir rechts liegen. Dann gehen wir noch ein bisschen runter. So. Also. So, das hier müsste Hooksiel sein. Ich weiß, ist es beides Hooksiel? Ich bin jetzt gerade irritiert. Ich glaube schon. Na, also das ist alles Hooksiel hier. Und hier ist der Außenhafen, Hooksiel. Hooksiel war früher ein Schmugglerdorf. Hier haben Schmuggler dann irgendwie. Die konnten hier schön reinfahren und dann konntest du hier heimlich dann deine illegale Ware löschen. Irgendwie krass aus, ne? Wie so ein Zeltlager. So, und hier ist der Hundestrand. Hier. Ne, stimmt gar nicht. Das müsste... Hier sind wir dann immer lang gefahren. Ja, genau. Ich zeige euch mal. Also hier ist der Außenhafen. Könnt ihr lecker Fisch essen. Hier ist eine Löschbrücke hier für Öl. Gehen wir mal runter. So, hier ist der Außenhafen mit der Schleuse. Hier. Das ist eine Schleuse. Hier könnt ihr dann parken. Hier ist dann auch schon ein Badestrand. Das ist jetzt aber für Menschen, ja. Im Strandhaus hier noch. Und hier, in dem Häuschen, könnt ihr fantastisch leckeren Fisch essen. Leckeren Backfisch. Fischbrötchen mit Scholle und. Also ganz toll. Richtig lecker. Richtig, richtig lecker. Wenn ihr hier weiterfahrt, die Straße, kommt ihr dann nach Wilhelmshaven. Das ist ganz schön.
Dann kommt ihr, fahrt ihr am Deich entlang. Hier waren wir jetzt gar nicht gewesen, hier in diesem Binnengewässer sozusagen. So, ich fliege jetzt nochmal ein bisschen steile Kurve fliegen hier. Schwuppdiwupp. Also traumhaft, ja. Ganz, ganz schön zum Urlaub machen hier. Und hier die Straße, die führt hier am Deich entlang. So, und hier müsste der Hundestrand dann irgendwie sein. Das hier, glaube ich. Ne, noch ein bisschen weiter. Hier, glaube ich, war das. Dann fliegen wir nochmal über Huxiel selbst. Doch, also ein süßes kleines Dörfchen. Aber die Restaurants, nicht gut. Also wir waren in zwei Restaurants und dann sind wir woanders hingefahren. Also es war echt richtig eklig. Oh, schade, hier, die sind unter Wasser. Die sind abgesoffen, die Boote. Seht ihr? Unter Wasser. Okay, das ist Huxiel. Im Yachthafen von Huxiel. Gucken wir mal. Da die Straße sind wir immer lang gefahren und dann hier irgendwo links rein. Ich glaube, da haben wir dann auch schon irgendwo gewohnt, oder? Nee. Oh, nee, hier ist der Stadtkern, also. Jetzt fliege ich direkt rüber gerade. So, machen wir nochmal eine Linkskurve. Ah ja, hier waren wir essen gewesen, da. Das war nicht lecker. Und da haben wir ungefähr gewohnt, hier. So, ach, guck dir mal das saftige Grün an hier. Ist das jahreszeitenkonform auch eigentlich hier? So, dann geht's weiter. So, dann fliegen wir mal wieder aufs Wasser raus. Ja, toll. Also, es ist atemberaubend, dieses Spiel. Wirklich. Ich finde es richtig, richtig großartig. Oh, sind wir schon eine Dreiviertelstunde unterwegs, ne? Naja, Helgoland ist auch ein Stück weit draußen. So, dann fliegen wir mal über die Löschbrücke hier. Die ihr hier vorausseht. Und Trim. So, das ist mein Hund, der draußen wieder irgendwas hört. Das ist immer, wenn Hunde draußen vorbeigehen, der hört dann die Leine. Draußen bellt er nie, ne? Niemals. Ich habe den noch nie, doch einmal hat er einen Hund angebellt, weil der Hund den angemotzt hat. Das ist der zuckersüßeste Hund. Der hat noch nie einen Menschen oder einen anderen Hund irgendwie angeknurrt, angebellt oder so. Aber wenn er zu Hause ist und draußen läuft ein Hund vorbei, dann macht das Maxchen. Ah, Leo, hör mal auf jetzt. So, also, Löschbrücke haben wir eben gesehen. Hier sehen wir die Raffinerie. Ölraffinerie. Er hat gerade gepennt und dann träumt er manchmal auch irgendwie, ne? Und dann schreckt er irgendwie hoch. Macht er. Ist immer noch ein bisschen am Motzen. Irgendwas passt ihm gerade nicht, was da draußen passiert. Ist krass, was der mir hört. Also, Ölraffinerie. Da vorne kommt das Kraftwerk. Altes Kraftwerk, Kohlekraftwerk, glaube ich. Na, da sehen wir schon Wilhelmshaven am Horizont. Gucken wir mal, ich habe den Containerhafen. Wie heißt der? Komme ich gerade nicht drauf. Was ist denn der neue Containerhafen? Ist der hier gar nicht mit drauf? Sag mal. Oder ist das der Containerhafen? Mir ist ein bisschen irritiert. Wie habe ich das anders in Erinnerung?
Aber vielleicht fehlen mir die Kräne gerade hier, ne? Als Markierung. Irgendwie, die sind anscheinend nicht modelliert. Das ist Kraftwerk auf jeden Fall. Ja, das muss hier sein. Das muss das Ding sein. Das war früher ein wunderschöner Strand. Genius Bank. Und dann haben sie den, den Containerhafen dahin gebaut. Ist ein Tiefwasserhafen, ne? Also tidenunabhängig können da die großen Pötte den Hafen anlaufen. Also anders als jetzt in Hamburg. Ich steig mal ein bisschen, dass wir da nicht mit dem Schornstein Trouble kriegen. Oder wir drehen einfach noch ein bisschen. Ne, hier, oder? Bin ein bisschen irritiert. Da ist nochmal eine Löschbrücke. Wie gesagt, das hier ist das Kraftwerk. Der Schornstein sieht aber anders aus. Was ist das? Das ist ein Hochhaus, der Schornstein. Mit Fenstern. Schornstein mit Fenstern. Ja, das gefällt mir jetzt nun mal gar nicht, ja? Also das haben sie verpeilt. So, dann fliegen wir über Wilhelmshaven gleich. Hier sehen wir die Hafeneinfahrt. Dann gucken wir mal, ob die Kaiser-Wilhelm-Brücke Kaiser-Wilhelm-Brücke hier auch modelliert ist. Hier haben wir jetzt ist ein bisschen zu weit geflogen, glaube ich. Nee, hier. Da ist eine Erinnerungsstätte. Warte mal, muss mich mal orientieren. So. Das war es hier, wo die Parkplätze sind. Ups. Hier. Da ist eine Erinnerungsstätte für Leute, die auf See bestattet sind, ja. Und ich habe meine Mutter ja im Jadebusen, da fliegen wir auch gleich mal drüber, See bestattet am Leuchtturm Arngast. Ich hoffe mal, der ist auch modelliert. So, aber jetzt gucken wir uns erstmal den Hafen an, von Wilhelmshaven. Ja, größter Marinestützpunkt Deutschlands nach wie vor. Hier, vierte Hafeneinfahrt. Neue Jadewerft. Ne? Hier. Das müsste die neue Jadewerft sein hier. Eine Außenmole. Und gucken wir mal, ob ich. Ach, Kaiser Wilhelm, oder? Gucken wir mal, ob sie die Kaiser Wilhelm Brücke hier. Ah, nee, das ist irgendwie so eine olle Autobahnbrücke. Ja, das ist ja nun ein Fail. Kaiser Wilhelm Brücke. Größte Drehbrücke Europas. Also das ist eine echte Sehenswürdigkeit. Da ist es kacke, ja, so eine Autobahnbrücke zu machen. Also die ostfriesischen Inseln haben sie ja ganz schön gemacht, aber hier Wilhelmshaven gefällt mir nicht. Hier ist das Marinemuseum auch irgendwo. Das ist auch nicht richtig abgebildet. Ja, Südstrand. Schade. Gefällt mir nicht so gut. Banter See. Hier waren früher die U-Boote stationiert. Hier. Das haben die Engländer gesprengt. Ja, also die Zufahrt zum U-Boot-Hafen haben sie gesprengt. Ne? Wir waren irgendwie allergisch, ich weiß gar nicht wieso. Waren irgendwie allergisch auf deutsche U-Boote. Und ja, haben sie gesprengt. Und das ist jetzt ein Binnensee sozusagen. Und da kann man schön surfen, segeln und so. Ist eigentlich ganz schön. So, dann drehen wir jetzt mal links, nach links. So, das ist der Jadebusen. Aber wie gesagt, ich habe meine Mutter, habe ich hier See bestattet. Die kommt ja aus Wilhelmshaven in der Mitte des Jadebusens, direkt am Leuchtturm Arngast. Aber den haben wir anscheinend hier auch nicht modelliert. Das ist auch eine Schande. Historischer alter Leuchtturm, wunderschön.
Und ja, es war dann auch ein Grund, warum ich dann in die Nordsee gefahren bin. Jetzt einfach das Grab von meiner Mutter mal besuchen. Und wunderschön, nachts leuchtet dann natürlich dann ein Licht auf dem Jadebusen. Und da weiß ich immer, wo meine Mom liegt. Ja, die Heimatstadt meiner Mutter und meiner Großeltern. Wilhelmshaven habe ich viele schöne Kindheitserinnerungen. Mein Opa hatte einen Schrebergarten in Wilhelmshaven, das war immer sehr schön. Und natürlich auch, war dann im Sommerwochenende an der Jade bei der Marine, Tag der offenen Tür. Daher auch meine Leidenschaft für die Marine und die Seefahrt. Und ich war ja dann auch bei der Marine gewesen und bin zur See gefahren. Daher kommt das. So, jetzt fliegen wir Richtung Osten über den Jadebusen. Gucken mal, wie viel Sprit wir noch haben. Das sieht ganz gut aus. Ich mache den Autopiloten mal wieder an. Bellt mein Hund hier rum. So. Muss ich jetzt Vertical Speed noch einstellen oder nicht? Ich bin mir da. Also er steigt jetzt ja leicht, ne? Ich glaube, muss ich aber noch einstellen. Die gerade Geschwindigkeit umschalten. Da kann man dann nur auf Vertical Speed, ne? Luftdruck. Was ist das? Also down, up and down. Nee, aber das ist irgendwie komisch. Man muss, glaube ich, erst die Höhe und dann das Vertical Speed einstellen. Gegenkurs, nee. Landeanflug. Steuerkursauswahl. Okay, während wir hier steigen, gucken wir uns nochmal um. Nee, schade, Angas ist auch nicht. Also, blöd, ne? Hier, Minsener Oak Leuchtfeuer. Roter Sand ist nicht da. Arngast ist nicht da. Das sind halt nur mal die Sehenswürdigkeiten auf dem Wasser. Entschuldigt mal bitte, ja? Ist Deutschland wieder stiefmütterlich behandelt worden? Wo treibt sich denn mein Hund eigentlich rum? Der macht da Blödsinn. Der macht wieder Unfug. Aber es ist ein sehr, sehr süßer Hund, wirklich. So, wir verlassen den Jadebusen. Ich mach die Karte mal auf. Und fliegen jetzt hier Richtung Bremerhaven. Da hatte ich meine Grundausbildung gehabt bei der Marine. Marineordnungsschule, Marineführungsdienst, Verwendungsreihe 23. Auf der Marineordnungsschule. Die heißt jetzt, glaube ich, aber irgendwie anders. Die heißt, glaube ich, nicht mehr Ordnungsschule. Weiß gar nicht. Kann man ja mal gucken, ob wir die finden. Ist schon lange her. Ach was, wir werden mal Richtung Bremen dann fliegen. Wir müssen ja noch über die ganze Weser hier fliegen. Das ist ja noch ein Stück, ne? Also. Ja, schreibt mir gerne mal euer Feedback in die Kommentare, was die Länge der Folgen angeht und so. Also, ja. Es kann sein, dass die Folge jetzt halt so 2 Stunden geht, ne? Also, ist das zu lang? Wollt ihr dann lieber bei so längeren Flügen einen Schnitt haben, dass wir da 2 Folgen draus machen? Ich werde auf jeden Fall Kapitel einfügen, dass, falls ihr an einem anderen Tag das weitergucken wollt, dass ihr dann gut springen könnt. Wir werden natürlich jetzt in der ersten Staffel über Deutschland, werden wir uns Deutschland angucken. Und wir werden natürlich auch irgendwann mal, also dann die zweite Staffel wird über Europa sein. Und dann die dritte Staffel mal gucken. Da werden wir natürlich Europa verlassen. Aber auch schon bei über Europa, da werde ich natürlich jetzt nicht ganz Europa so detailliert befliegen wie Deutschland, sondern wir werden gezielt
Sehenswürdigkeiten anfliegen, ja. Mal nach England, mal nach Spanien, mal nach Dings und so und dann da eben ein paar Punkte abfliegen. Da haben wir natürlich Transfers, die auch ein bisschen länger gehen. In Europa geht es ja noch, aber wenn wir jetzt so interkontinental fliegen oder so, ist man halt auch mal 8 Stunden, 10 Stunden unterwegs. Das wird gestreamt auf jeden Fall. Aber auch die Transferflüge, glaube ich, innerhalb Europas werde ich als Stream machen. Wer will, kann live dabei sein. Aber da wird es natürlich keine Sehenswürdigkeiten geben oder so. Aber es ist eben ein Rollenspiel-LP. Von daher, ja, werde ich jetzt nicht einfach mich irgendwo hinbeamen, sondern das gehört halt dazu, ja, dass wir hier Strecke machen. Jetzt sitzt dummerweise mein Hund da und möchte raus. Jo. Das geht leider nicht. Er muss sich noch ein bisschen gedulden. Oder können wir irgendwo notlanden? Ich glaube, wir müssen im Bremerhaven notlanden, weil ich mit meinem Hund raus muss. So, wie machen wir das denn jetzt hier? E, D, W, B. ich habe keine Ahnung. Flightplan. Also, fragen mal hier den Tower. Bremerhaven. Landebahn. Weiß ich nicht. Was fragt ihr mich denn da? Das müsste Landebahn 16 sein, ne? Hier. Notlandung, weil der Hund raus muss. So gut. Okay. Müssen wir ein bisschen rauszoomen. Gucken. Ob wir das Ding noch landen können. Ah, dann gucke ich jetzt gerade mal kurz, wo meine Marineschule ist. Ich es finde. Mal, da ist schon mal eine Brücke. Ah ja, ich glaube, ich habe es schon. Es ist das hier, glaube ich. Von der Brücke aus konnte man nämlich unser Gebäude auch sehen. Ich war in der 11. Inspektion. Wie gesagt, Verwendungsreihe 23. Eine Inspektion ist bei der Marine eine Kompanie sozusagen. Es gab 3 Inspektionen in unserem Lehrbataillon. Bisschen Tempo rausnehmen. Ich glaube, hier sind wir schon, oder? Ist das irgendwas? Ist das in irgendein Industriegebäude? Ja, doch. Nee, oder? Nee. Es könnte schon sein, ne? Es ist halt von der KI. Ja, ja, hier ist ein riesiger Parkplatz. Ja, ja. Das ist das. Und, warte mal. Aber das ist halt, von der KI hier gesetzt. Das ist nicht handcrafted sozusagen. Und ich war in dem Gebäude, glaube ich, hier. Nee, aber das ist nicht gut gemacht hier. Das ist alles hoch. Es wird auch ein Schornstein eher sein, anstatt ein Gebäude. So, niemand baut solche Häuser. Okay, wir konzentrieren uns jetzt mal auf den Anflug. Ah ja, wir sind schon hier gar nicht so schlecht.
Keine Ahnung, wir kriegen den Vogel schon irgendwie runter. Naja, dann geht es in der nächsten Folge nach Bremen. Machen wir einen kurzen Flug über die Ems, über die Weser. Entschuldigung, bitte. Ja, das wird das sein. Ja, also von der Brücke aus konnte man, wie gesagt, unsere Stube sehen. So. Ach, da. Okay. Das ist ja... Das ist ja... ein schöner Hobel. Okay. Drehen wir mal eine Rechtskurve, dass wir nicht so einen stressigen Anflug haben. Klappen schon mal teilweise runter machen. Ja, mein Hund sitzt da immer noch. Ja, ich komme gleich, Leo. Muss gerade noch landen. Ja, aber es passt eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Ich glaube, eine Stunde ist schon ganz cool, aber naja, gut, das ist, liegt halt an dem Spiel, ne? Also man... Es bleibt hier quasi... Ach Gott, das ist immer noch... Das ist ganz schön sportlich jetzt hier. Aber wozu hat man diese ganzen militärischen Flugsimulatoren gespielt, wenn nicht für solche Manöver hier? Trim. Komm ganz schön schnell rein, glaube ich. Aber ich ziehe die gleich noch hoch. Na, bleibst du wohl hier auf der Bahn? Moin. So, auf Boden. Ich höre nichts mehr. Reden die nicht mit mir in Bremen? Quietsch, quietsch. So, ich park da rechts, ja, wo die anderen Flugzeuge stehen, würde ich sagen. Quietsch. Das Quietsch ist echt geil. Ach komm, ich roll hier geradeaus weiter. Okay, ihr Lieben, ja, wir sind sicher gelandet in Bremerhaven. Und ich kann jetzt mal mit meinem Hund hier Gassi gehen. Ich hoffe mal, hier gibt es einen schönen Spot in Bremerhaven, wo man mit dem Hund schon Gassi gehen kann. Da kommt schon der Catering-Service. So, Checkliste. Reiseflug vor der Landung, ja, normale Landung, aufrechte Position, nach der Landung, Parkplatz. Warten wir mal. Ja, vielen Dank, dass du hier bis zum Schluss dabei geblieben bist. Achso, ich muss... Wenn die Klappen hier noch am Joystick eingestellt sind, dann kriegt er das nicht auf die Kette. Ja, ich hoffe, du freust dich, dass diese Serie wieder zurück ist. Ich freue mich mega, muss ich sagen. Und ich habe richtig Bock, mit euch hier weiter Deutschland zu erkunden. Auch wenn ich von Bremerhaven und Wilhelmshaven wirklich enttäuscht bin.
Die ostfriesischen Inseln, die werden auf jeden Fall ein Knaller. Und ja, schreib mir deine Reiseziele, deine Wünsche einfach in die Kommentare und dann gucken wir mal, wenn es irgendwie auf der Route liegt und das sich irgendwie realisieren lässt. Also es ist halt erstmal Norddeutschland dran, die Süddeutschen müssen sich noch ein bisschen gedulden. Ich bin der Basti und ich bin hier raus. Ciao, ciao.